Immer donnerstags punkt 10 Uhr empfängt Thomas Köhler vom Heimatmuseum Rerik geschichtsinteressierte Besucher, um gemeinsam mit ihnen eine Wanderung auf den Spuren der Vorfahren zu unternehmen. Und selbst an heißen Tagen wie diesem ziehen einige den mindestens zweistündigen Spaziergang zu den Großsteingräbern dem Strandbesuch vor. Immerhin, die Strecke führt zunächst ganz dicht an der Ostsee, an der wildromantischen Steilküste entlang. Und hier gibt es schon die ersten geschichtlichen Einblicke, eine kleine Fossilien- und Gesteinskunde gratis dazu. Und das Besondere, das ist fast einmalig, die Ostseeküste bietet das gesamte Erdzeitalter. Also wir haben Granite hier liegen, die sind 2,5 Milliarden Jahre alt und dann geht es bis in die Erdneuzeit. In Steinbrüchen haben sie meistens so zwei, vielleicht drei Erdzeitalter, hier liegen alle. Nur die meisten Leute, die mit der Nase eine Furche in den Sand ziehen, die suchen Bernstein. Kann man hier finden, ist aber nicht das Typische, denn Steinküste, Steilküste bedeutet Steinküste. Gut zu Fuß sollte man schon sein, um nicht schon vor dem eigentlichen Ziel schlapp zu machen. Aber Pausen gibt es ja genug, zum Beispiel bei der ersten wichtigen Station, einem Ganggrab, das zwischen 3500 und 3000 vor Christus entstanden sein muss, also in der Jungsteinzeit. Das war die Zeit, wo die Leute sesshaft wurden und Ackerbau und Viehzucht betrieben haben. Denn erst dadurch hatte man eine Überproduktion an Lebensmitteln. Also diese Lebensweise war etwa zehnfach besser als das Jagen und Sammeln. Und dann konnte man auch Leute freistellen, die solche Monumente errichtet haben. Und das waren ja künstliche Höhlen, wenn man so will. Also früher hat man ja auch Naturhöhlen als Versammlungsorte, als Kulthöhlen verwendet. Und hier war man in der Lage, dort, wo man gesiedelt hat, sich sein eigenes Kultzentrum zu bauen. Die Anlage besteht aus einer 9,5 Meter langen und 2 Meter breiten Kammer. Die Tragsteine sind größtenteils erhalten. Der Eingang war nach Süden ausgerichtet. Durch ein Maisfeld geht es weiter zum zweiten Großsteingrab. Insgesamt gibt es um Rerik 8 solcher Megalithanlagen, die im Volksmund Hünengräber genannt werden. Sie sind die ältesten sichtbaren Spuren menschlicher Besiedlung in diesem Gebiet. Dass die Hünengräber tatsächlich als Grabstätte oder zumindest als Beinhaus dienten, darauf lassen entsprechende Funde schließen. Darunter Tongefäße, Pfeilschneiden und Werkzeuge, die den Verstorbenen für ihre Reise ins Jenseits mitgegeben worden waren. Das sind so Funde, die man in der Art dort auch gefunden hat, aber das sind Stücke vom Feld hier, also Oberflächenfunde, Klingen, hier mal der Rohling einer Sichel. Und Feuersteinwerkzeuge werden teilweise bis heute in der Medizin verwendet. Und das Erstaunliche ist, man hat damals auch schon mit solchen Werkzeugen Schädelöffnungen vornehmen können. Also wir haben öfters Schädel gefunden, wo dann eine Öffnung hineingekratzt ist. Man hat ja damals oftmals ein stumpfes Trauma gehabt. Also gerade bei den Hirtenkulturen, wenn man sich verteidigt hat mit den Holzkeulen und einen Schlag auf den Kopf erhielt, dann hat sich ein Bluterguss gebildet. Und um den Druck, also den bösen Geist, wieder herauszulassen, hat man dann ein Loch hineingeschabt, den Schädel geöffnet. Und man hat sehr oft gesehen, dass die Wundränder verheilt sind. Das ist also ein Indiz dafür, dass die Patienten diesen Eingriff auch überlebt haben. Nur wenige Schritte östlich ruht in einem weiteren Hügel das nächste Großsteingrab, ebenfalls aus der Zeit der Trichterbecherkultur. 300 Jahre lang wurde die Anlage wohl als Bestattungsort genutzt. Einer der beiden noch erhaltenen Deckensteine ist schräg in die Kammer gerutscht. Verwendet wurden Steine, die während ihrer eiszeitlichen Gletscherwanderung in idealer Weise glatt geschliffen worden sind. Mindestens 5000 Arbeitsstunden waren nötig, um so eine gewaltige Anlage zu bauen. Wenn man den Platz gefunden hatte, wo solche Anlage errichtet werden sollte, hat man ein Plateau angelegt, Löcher gegraben für die Trägersteine. Dann wurde der ganze Innenraum mit Erde verfüllt, seitliche Schrägen angeschüttet, um die Decksteine aufzuziehen. Und dann wurde der Kammerbereich wieder freigeräumt und die ganze Anlage überhügelt und die Zwischenräume der Trägersteine mit Trockenmauerwerk verfüllt. Und so, dass man, wenn die Anlage fertig war, von außen gar nicht sofort erkennen konnte, ob sich das um ein Megalithgrab handelt oder ein bronzezeitliches Hügelgrab. Von den ursprünglich bis zu 25.000 Megalithanlagen, die es im norddeutschen Kulturkreis gegeben haben muss, sind heute nur noch 10% erhalten. Das Gros der schweren Steine wurde anderweitig verwendet und verbaut.
Umso bemerkenswerter diese Zeugnisse der frühen Besiedlung in Rerik. Von Mai bis September werden die Führungen regelmäßig angeboten. Es können aber auch Sonderführungen angemeldet werden.